Also hier siehst du doch mal wieder, was für eine Neiddebatte hier aufgemacht wird und dass die Leute einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, worüber sie reden. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und diese hart aber fair Sendung, das machen wir heute mal eine Ausnahme, die kommentieren wir schon vorab, bevor sie überhaupt stattfindet, weil allein schon, wenn ich den Text hier lese, läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter. Können wir uns die Reichen noch leisten? Ja, es gibt wirklich keine gesellschaftliche Schicht, die man so verlässlich diskriminieren und diffamieren kann wie die Reichen, ja, ohne irgendwie dafür gesellschaftlich dann irgendwie angegangen zu werden. Ja? Also du könntest eigentlich jedes andere Adjektiv hier ersetzen und du würdest einen medialen Entrüstungssturm ernten, aber über die Reichen, ja, über die kann man es ja machen. Bei den Linken beispielsweise haben die ja sogar damals gesagt, das reichste 1% erschießen und es gab nicht mal großartig irgendwie gesellschaftliche Debatten darüber oder so. Ja? Und wenn ich das schon lese, viele Menschen finden, dass es in Deutschland nicht mehr gerecht zugeht. Wie kommt das? Hat es auch damit zu tun, dass die reichsten 10% rund 2/3 des gesamten Vermögens gehört und für die ärmere Hälfte nur rund 2% bleiben? Ja, das zeigt schon, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, weil es davon ausgeht, es gäbe quasi eine fixe Größe an Vermögen, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise verteilt wird und als gäbe es, weil jemand mehr Vermögen hat, weniger für andere. Das ist sozusagen das Nullsummenspiel par excellence, was einfach nur dazu dient, Menschen gegeneinander aufzubringen und zu spalten. Es war schon immer ein hervorragendes Mittel der Politik bis in die Antike damals, ja, die Unternehmer und Menschen, die reich sind, gegen die, bei Marx war es die Arbeiterklasse oder gegen andere ärmere Leute, gegen andere Schichten sozusagen aufzustacheln, dass sie sich gegenseitig sozusagen eben ans Leder gehen und so. Warum? Weil dadurch sie natürlich in beider Art und Weise leichter kontrollierbar sind. Die Reichen versuchen dadurch eben Einfluss in der Politik und so weiter zu haben und sozusagen in Ruhe gelassen zu werden. Und die anderen kann man dadurch natürlich immer wieder durch ein gemeinsames Feindbild eben auch dazu bringen, bestimmte Parteien zu wählen und so weiter. Ja? Weil, was würde denn passieren, wenn auf einmal die Bürger, die Reichen und die Armen zusammen sich vereinen? Ja, das wäre für die Politik natürlich nicht unbedingt so gut. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass ausgerechnet in Deutschland diese unfassbare Neidkultur so stark ausgeprägt ist. Ich glaube tatsächlich, und das war auch immer schon so, und ich habe es auch immer schon früher kritisiert, als noch Frank Plasberg und so weiter war, kann ich mich erinnern, habe ich schon damals Videos dazu gemacht, immer zu hart, aber fair. Ja, weil ich glaube, dass diese Art von Sendung, wenn man das so aufbaut, ganz klar auch immer den Neid mit unterstützt, ob nun bewusst oder unbewusst. Es geht alleine schon damit los. Jede einzelne Dokumentation, jede einzelne Reportage und so geht immer damit los, wenn es um reiche Menschen geht, dass hier, das ist das beste Beispiel, teure Autos, Luxusjachten, Luxusuhren und Schönhause. Das ist immer genau das, was gezeigt wird. Also es wird immer nur das gezeigt, was man sich mit Reichtum quasi leisten kann. Aber es wird, also du siehst nie in so einer Reportage irgendwie den Unternehmer 12, 14 oder sogar 16 Stunden am Tag arbeiten, ja, oder irgendeinen Typen irgendwie am Computer sitzen die ganze Zeit. Ja, du siehst immer nur die sich quasi mit Sekt anstoßenden Reichen, die irgendwie auf einer Yacht chillen. Also dieses Robert-Geiss'sche Bild quasi, was porträtiert wird in den Medien. Aber dass auch ein Robert Geiss beispielsweise damals ja dieses Unternehmen erstmal aufbauen musste und so, all das kriegst du eben gar nicht mehr mit. Das ist auch eben viel langweiliger zu zeigen. Und das große Problem ist tatsächlich, dass Leute dann irgendwann auf die Idee kommen, diese ganzen stumpfsinnigen Ideen von wegen mehr Reichensteuer, mehr Abgaben und so weiter zu unterstützen in der Politik, ohne zu merken, dass sie sich dadurch wieder selbst ins eigene Fleisch schneiden.
weil sie dann eben weniger Arbeitskräfte, weniger Arbeitsplätze zur Verfügung haben, weil dann auch weniger Steuern und so weiter gezahlt werden und weil schlussendlich dann wiederum weniger für alle da ist. Ja? Und das ist eben das große Problem, was durch diese Neid- und Gerechtigkeitsdebatten jedes Mal eben dadurch erzeugt wird. Ich glaube, in Deutschland sind die Leute einfach angefuckt mittlerweile von der Art und Weise, wie hier die Politik gemacht wird. Und ich kann nur jedem raten, anderen Menschen, die sich selbst ihren Reichtum und so weiter aufgebaut haben, aber auch Menschen, die das Reichtum sozusagen geerbt haben, diesen Menschen nicht irgendwie nachzuneiden und so. Und ich muss auch sagen, ich kriege ja immer sehr viele Videos auch geschickt, wo Leute hier auf YouTube sind, die Videos über mich machen. Und ich gucke mir diese Videos wirklich nie an. Nicht mal die von großen Kanälen. Ich kriege die dann immer von Leuten zugeschickt, per Gmail oder so, ja, wo dann immer sagen, hey, guck mal, der hat da und das was gesagt. Neulich habe ich mal eins gesehen, das war hier bei diesem, was war das, irgendwie Wissenswert oder so, irgend so ein Wissenskanal, der hat irgendwas gemacht von Leuten, die abdrehen. Da habe ich mir das kurz angeguckt, das war komplett harmlos, ja. Aber gibt es auch andere Leute und die gehen natürlich nie auf die Inhalte ein, die ich mache in der Kritik. Also die sagen nie irgendwie, das sieht der und so, das sehe ich halt anders und bla 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 und setzen sich inhaltlich auseinander, sondern die kommen immer mit irgendwelchen schwachsinnigen Vorwürfen dann, ja, von wegen, der kauft seine Follower oder weiß was ich irgendwie. Und diesen Leuten, immer wenn ich dann mal raufgucke, weil jemand von euch mir das schickt oder so, den steht der Neid quasi bis hier oben hin so. Das merkt man jedes Mal sofort. Die sind einfach nur neidisch, weil sie selbst einfach so lächerlich erfolglos sind, ja, und dann so zerfressen sind in diesem Neid. Und das ist das große Problem. Und ich glaube, das unterscheidet produktive, freie Menschen von unproduktiven, unfreien Menschen massivst. Es hat gar nicht unbedingt sehr viel irgendwie mit Intelligenz oder so zu tun, sondern es hat immer damit zu tun, wie schaust du auf Menschen, die erfolgreicher sind als du selbst? Lässt du dich durch die inspirieren? Schaust du dir von denen Sachen ab? Versuchst du, deren Strategien zu lernen, für dich selbst anzuwenden, oder aber versuchst du irgendeinen Fehler bei denen zu finden, versuchst du irgendwie bei denen herauszuarbeiten, dass das irgendwie Arschlöcher sind, dadurch kannst du dir nämlich selber für dich besser deinen eigenen Misserfolg erklären, weil du weißt ja, also eigentlich habe ich ja viel mehr Erfolg verdient als dieser blöde Kolja Barkhorn, ja, aber weil ich ja so ein ehrlicher und moralisch guter Mensch bin und der ja so ein blödes Arschloch ist, dieser Kolja, ja, ist es okay, ja. Dadurch können die natürlich selber in ihrem eigenen Misserfolg, den sie erwirtschaften und den sie auch weiterhin haben werden, wenn sie ihren Kopf nicht ändern, ihren Mindset nicht ändern, ja, können sie sich selbst das immer wieder relativieren und rechtfertigen, weil, um eben so erfolgreich zu werden wie der erfolgreiche Mensch, müssten sie dann ja auch moralisch verwerflich und so. All diesen ganzen Quatsch hat übrigens damals schon sehr gut Ludwig von Mises in dem Buch Die Wurzeln des Antikapitalismus zusammengefasst. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Und ich kann euch mal zeigen, ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob es euch unbedingt interessiert, ja, aber ich habe ja früher ja auch immer Philosophie am Freitag Videos gemacht. Das Format muss ich, glaube ich, mal wieder einführen, wo ich einfach hier rumlaufe und einfach so ein bisschen über Gott und die Welt rede. Und ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie ich das mache, wenn ich Leute sehe oder kennenlerne, die extrem viel erfolgreicher sind noch als ich. Ja? Beispielsweise, das war das erste Mal, glaube ich, 2018 oder so, da habe ich meinem Sohn ein PlayStation-Spiel schenken wollen. Und zwar eins, was jetzt nicht irgendwie so mit irgendwie großartig so sinnlosen Sachen zu tun hat, sondern wo man irgendwie was Cooles lernt auch. Und da habe ich halt so gesehen, da gab es so ein Spiel, das stand da im Laden, da stand irgendwas so von wegen, bau deinen eigenen Bauernhof auf und bewirtschafte das und so, lerne, wie das funktioniert. Das klang ziemlich cool, dann habe ich ihm das gekauft. Stardew Valley heißt das Spiel. Und dann hat er das so angefangen zu spielen und dann habe ich so ein bisschen geguckt und habe ich gesehen, so, boah, das sieht irgendwie ganz cool aus, so. Und dann habe ich das selber gespielt, ja. Und ja, seitdem habe ich eigentlich nie so richtig aufgehört, das Spiel zu spielen. Immer mal wieder. Ich habe, glaube ich, schon tausende Stunden in diesem Spiel verbracht. Es macht dann einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich dann irgendwann auch so recherchiert und gesehen, wer hat eigentlich dieses Spiel gemacht? Und das ist extrem interessant, weil
Das ganze Spiel stammt von einem einzigen Typen, und zwar dem hier. Eric Baroni heißt der. Das ist ein Ami, ja. Und der ist übrigens auch ein wunderbares Beispiel für diesen kompletten Schwachsinn, der hier bei Hard Aber Fair steht, nämlich, dass 10%, rund 2/3 des gesamten Vermögens gehören und für die ärmere Hälfte nur 2% übrig bleibt, ja, weil dieser Typ hier hat mit absolut nichts angefangen und der hat auch niemand irgendwas weggenommen, um sozusagen Reichtum oder so zu erwirtschaften, sondern der hat einfach angefangen zu programmieren und hat sich alles selber beigebracht, ja. Und der Typ, der hat sich dann irgendwann eingeschlossen, quasi mehr oder weniger, und hat fast 5 Jahre am Stück in extrem akribischer Arbeit dieses Spiel gebaut. Ganz alleine. Also der hat das designt, der hat hier diese ganzen Grafiken, ne? Schaut mal, so sieht das Spiel aus, hat also Pixel Art gelernt, hat die ganze Musik komponiert. Der hat die ganze Spielmusik, alles selber, die Animation, das gesamte Spiel, woran normalerweise hunderte bis tausende Leute arbeiten, hat er selbst gemacht in 5 Jahren Arbeit. Und dann hat er dieses Spiel rausgebracht auf den Markt, ja, und hat am Anfang noch einen ganz kleinen Publisher, der ihm da bei der Vermarktung geholfen hat. Mittlerweile macht er das aber auch komplett selbst. Und schaut mal, der hat jetzt mittlerweile, hat dieses Spiel alleine 30 Millionen Mal sich verkauft. Ja, und allein jetzt hier in den letzten 2 Jahren 10 Millionen Mal, das bedeutet 5 Millionen circa pro Jahr an verkauften Einheiten. Das Spiel ist nicht unbedingt teuer, das kostet, glaube ich, 15 Euro oder so. Den Löwenanteil von diesem Geld verdient er damit. Das heißt, der verdient sich dumm und dämlich. Der macht 50, 60 Millionen Euro nur mit diesem Spiel allein pro Jahr. Und alles gehört ihm. So, das ist sozusagen, er hat Wohlstand erschaffen. Nicht irgendwo aus einem fixen Stück Wohlstand irgendwie umverteilt oder so. Und das sind diese Leute, wo ich dann lese und ich merke dann richtig, wie ich inspiriert bin dadurch und wie ich richtig motiviert bin und wie ich denke, wow, krass. Was für eine Selbstdisziplin muss man haben, um das zu schaffen? So. Und ich bin dann nicht neidisch oder so und fange irgendwie an, diesen Menschen irgendwie abzuwerten oder irgendwie nach Sachen zu suchen, warum der ja irgendwie so ein schlechter Mensch ist und so. Sondern im Gegenteil, ich gehe da rein und suche mir einfach Sachen raus und ich denke mir so, ey, der Typ, von dem kann man so viel lernen. Ne? Und übrigens, unterbewusst habe ich sehr viel von dem, was ich selber auch aufgebaut habe, auch parallel ähnlich gemacht wie der. Ich habe auch ganz, ganz, ganz viel allein gemacht und mache es auch jetzt noch teilweise allein, ja. Und andere Dinge mache ich nicht mehr allein, aber ich will jetzt gar nicht zu lange rumreden. Ich will nur sagen, ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede, dass halt eben neidische Menschen nicht erfolgreich werden können, weil sie halt eben überall nur danach suchen und nach vergleichen und eben so, oh, und ja, und der und dann andere abwerten. Und dadurch sich selbst abwerten. Ja? Und erfolgreiche Menschen hingegen, die gucken nach Lösungen und nach Möglichkeiten, wie es andere machen und ziehen sich da das Beste für sich heraus und entwickeln nicht irgendwie so eine Abneigung gegen andere. Ja? Deswegen einer auch meiner größten Erfolgs, wie soll ich sagen, Motoren damals war, dass ich aufgehört habe, als ich noch so Trainer war in Berlin und so, dass ich aufgehört habe, immer so klein zu denken und immer irgendwie so irgendwie überlegt habe, wie kann ich jetzt irgendwie statt 10 Euro pro Stunde 15 Euro pro Stunde oder so verdienen, sondern dass ich auch angefangen habe zu überlegen, wie kann ich eigentlich für die Menschen, die richtig viel Geld haben, eben ein gutes Training und so weiter bauen, ja. Und dann habe ich irgendwann nicht mehr einfach nur pro Stundenlohn oder so gedacht, sondern ich kann mich noch gut erinnern, da gab es damals so einen Kletterpark auch in Potsdam, der war ganz in der Nähe da, wo ich gewohnt habe, und habe dann so richtig so Kletterparcours und so ganze Wochenendabenteuer aufgebaut, hatte auch ein paar Kunden aus der Schweiz beispielsweise, die sind dann immer, wenn sie auf Geschäftsreise waren in Berlin, ja, haben sie mich dann gebucht und habe ich mit denen dann quasi so ein richtiges Programm gemacht. Bin dann mit denen klettern gegangen, bin danach noch, waren wir schwimmen im Schlachtensee irgendwo, dann waren wir noch Fahrradfahren und das war dann richtig so eine Art
Adventure-Abenteuerprogramm. Dafür habe ich dann irgendwann 1000 Euro verlangt für einen Nachmittag. Da habe ich nicht mehr in Stundenlohn und gedacht. Und ich habe also nicht gedacht, diese blöden, reichen Schweizer, ja, was sind das doch für schlechte Menschen, sondern im Gegenteil, ich habe gesagt, hey, wie kann ich denen denn nützlich sein und denen sogar helfen, ja, und ja, das sind einfach so viele, viele spannende Lebenslektionen, die ich mir auch ins heutige Leben viele, viele Jahre später mit noch reingenommen habe. Und da kann ich nur jedem Menschen sagen, der so richtig so, wenn er so einen reichen Menschen irgendwo in Deutschland sieht, ja, und dann so sagt, so, oh ja, jetzt hat mich der Louis Klamroth wieder so richtig aufgestachelt gegen die bösen Reichen, so, oder den Jan van Aken, da bin ich schon wieder gespannt, was der von der Linken sagen wird über die Vermögenssteuer und über andere Dinge. Da kann ich nur sagen, lasst euch lieber von anderen Menschen inspirieren, ebenfalls das umzusetzen und erfolgreich zu sein. Und das wird sehr viel mehr Spaß machen, als sich so in sein Zimmer einzuschließen und den ganzen Tag irgendeinen Quatsch zu labern, ja.